Ja, Allah, ihr Hecken da draußen. Schön, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt zu dieser hoffentlich relativ kurzen Faktenfolge. Denn heute möchten wir dem kleinen Mysterium der Miese, dieser mysteriösen Dreiecke auf der Fassade der Titanic nachgehen. Ich habe da selbstverständlich mal was vorbereitet. Ihr kennt mich ja. Und zwar reden wir immer noch von dieser Seitenfassade, die sich ja vom C-Deck bis oben rauf zum Bootsdeck erstreckt. Und zwischen A- und B-Deck befinden sich immer mal wieder so kleine Dreiecke, um die es heute hier gehen soll. Denn der ein oder andere wird sich von euch mit Sicherheit schon mal gefragt haben, ja, was soll denn der Quatsch mit diesen komischen Dreiecken? Was für eine Funktion hatten die denn? Und genau in dieser Folge gehen wir auf diese mysteriösen Dreiecke ein, die am Ende gar nicht mehr mysteriös sind. Also, los geht's! Ja, diese Geschichte dieser mysteriösen, geheimnisvollen Dreiecke gehen wir jetzt nach. Und zwar haben sie eigentlich so ein bisschen was mit der ganzen, ja, Antriebstechnologie der Titanic zu tun. Worum geht es denn? Ja, wir wissen ja alle mittlerweile, und für diejenigen, die das noch nicht wissen, dann erfahren sie es jetzt, wurde die Titanic durch eine Kombination von zwei Vierfach-Expansions-Kolbendampfmaschinen angetrieben. Und der überbleibende Druck bzw. der überbleibende Dampf, der am Ende noch durch die Maschine noch nicht verbraucht worden war, der wurde dann in einer Niederdruckturbine geleitet. Und diese Niederdruckturbine steuerte letztendlich oder bewegte letzten Endes die Mittelschiffschrauben. Und ja, wie das Wort Kolbendampfmaschine schon sagt, sie wurden natürlich mit Dampf betrieben. Dieser Dampf wurde zur Zeit der Titanic, warum das wichtig ist, kommen wir nachher zu. Im Fall der Titanic wurde der Dampf durch Dampfkessel erzeugt. 24 Stück an der Zahl in sechs Kesselabteilungen bzw. in sechs Boiler Rooms, wie sie auf Englisch heißen, oder Kesselräume auf Deutsch, wurde der nötige Dampf nicht nur für die Maschinen, sondern auch für die Generatoren, die dann wieder Strom antrieben und so weiter. Lassen wir das. Wichtig ist für euch nur, in diesem Dampfkessel wurde eben Dampf erzeugt. Ne? Kohle wurde eingeschaufelt, Kohle verbrannte, erzeugte Hitze, Hitze erhitzte das Wasser, Wasser wurde zu Dampf und dann mit hohem Druck Achtern in die Maschinen geleitet. Soweit die Theorie. Also, wir haben schon mal Kesselräume und wir haben Kohle. Und die Kohle lag nicht nur einfach so auf dem Boden herum. Nein, zwischen den Kesselräumen befand sich jeweils an einer Seite einer Wand der sogenannte Kohlebunker und dort lagerte dann die ganze Kohle für die Überfahrt. Und das heißt, unten schaufelten die Männer dann im Bauch des Schiffes die ganze Kohle ab. Die musste ja irgendwie da reinkommen. Und jetzt kommen wir zu diesem Mysterium eigentlich, was diese Dreiecke getan haben, denn sie spielten beim Beladen der Kohle in die Kohlebunker eine Rolle. Wenn das Schiff also in Hafen lag oder wo auch immer und es musste Kohle nachgespeist werden, dann fuhr man mit Pontons an das Schiff heran und musste von Hand die Kohlebunker wieder auffüllen. Nun, logischerweise befand sich also am oberen Ende der Kesselräume Türen, die man öffnen konnte und durch die konnte man dann Kohle hineinschaufeln. Jetzt war das aber so, dass die Türen der Kohlebunker entweder ja, wasserstandstechnisch bedingt oder einfach im Normalzustand lagen die Türen höher als der Wasserspiegel war. Das heißt, die Männer, die die Kohle reinschaufeln mussten, mussten die Kohle etwas höher bringen. Und genau hier kommen diese mysteriösen Dreiecke ins Spiel. Denn eigentlich sind sie nichts anderes als Flaschenzüge. Großes Geheimnis. Es sind Flaschenzüge gewesen. Im Normalzustand, also während sich das Schiff in Fahrt befand, wurden diese Dreiecke dann quasi umgeklappt und waren ja quasi nicht mehr zu sehen, weil sie quasi an der Fassade lagen. Wurde das Schiff allerdings jetzt wieder mit Kohle befüllt, fuhr man diese Dreiecke aus. Also man kann sich ungefähr da merken, überall da, wo so ein Dreieck eingebaut ist, ungefähr da befand sich auch ja ein Kohlebunker bzw. eine Tür des Kohlebunkers. Und die wurden dann, wie gesagt, umgeklappt. Dann am Ende befand sich ein Flaschenzug und da konnte man diese kleine Unebenheit zwischen Meeresspiegel und Kohlebunkertür überwinden und konnte dann, ja,
die Kohle dort einführen. Ich werde euch mit Sicherheit zwischendurch mal ganz, ganz viele Bilder einblenden, ganz klar. Aber es gibt in meinem Intro, die ja, oder das Intro, das quasi noch die Titanic im Ausrüstungszustand zeigt, da gibt es eine Stelle, da hat die Titanic noch nicht ihre endgültige Fassade, hatten wir auch schon mal thematisiert. Da sieht man eben, dass diese Coal Outrings, wie sie im Englischen genannt werden, eben ausgefahren sind. Und da sieht man das ganz deutlich. Deswegen, wir werden sie jetzt auch hier demnächst, deswegen nehme ich das Video jetzt schon auf, dann kann ich mir das Geplänkel nämlich im Video, im Bauvideo sparen. Dann haben wir da schon mal drüber gesprochen. Und nichts anderes ist, sind diese Dreiecke letztendlich, wenn man es genau nimmt, Flaschenzüge. Nun, die Titanic, wie wir wissen, hat es ja an sich nicht lange gegeben. Das Schwesterschiff, die Olympic, die hat es ja bis 1935 gegeben. Die wurde nach dem Ersten Weltkrieg 1919 ungefähr auf Ölbefeuerung umgestellt. Das heißt, die ganzen Kessel, 24 bzw. 29 Kessel aus der Olympic, wurden ausgebaut, durch Öltanks ersetzt und da wurde dann letztendlich dann Öl oder Schweröl, Motoröl verbrannt. So ist es gewesen. Dementsprechend bei der Olympic sind diese Outriggers letzten Endes weggefallen. Man braucht diese nicht mehr, Kohle, Schaufel musste keiner mehr. Aber so ist die Sache gewesen. Und das alles ist nun endlich dieses ungelösbare Mysterium dieser mysteriösen Dreiecke. Gut, ich hoffe, ich konnte euch alles verständlich erklären und ihr habt vielleicht das eine oder andere noch gelernt. Der ein oder andere, derjenige weiß, dass er gemeint ist, darf jetzt gerne nochmal die Kommentare reinschreiben, was ich vielleicht vergessen habe oder noch erwähnenswert ist. Immer gerne, ich freue mich darüber, weißt du ja. Und an alle anderen bleibt mir so noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Wie immer, mein kleiner Appell an euch. Wer noch kein Abonnent ist, der darf das gerne nachholen, indem er kurz den Abonnieren-Button drückt. Ein Däumchen nicht vergessen. Wer mag, darf wie immer gerne kommentieren. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, der aktiviert auch noch die Glocke. Dann geht ihm auch kein Video mehr von mir durch, das ich hochladen werde. Denn du wirst dann informiert und das hilft mir bei meinem Kanalaufbau weiter. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Grüß mir die Welt da draußen. Allah für Ecken und bis neulich. Ciao.